Wir starten heute in der Apotheke, der historischen Adler Apotheke, dazu später mehr, zum Thema Zeit. Und beginnen tun wir mit einer recht frühen Form der Zeitmessung, nämlich einer Sanduhr. Nach der frühesten Form der Zeitmessung mittels Sonnenuhren, beziehungsweise eher ja Schattenuhren, kamen Sanduhren auf, die etwas präziser und unabhängig von den Lichtverhältnissen waren. Und angeblich soll Ferdinand Magellan auf seiner Weltumsegelung 1522 schon 18 Sanduhren auf jedem seiner Schiffe gehabt haben. Mit dem Umdrehen der Uhren im Halbstundentakt konnte man so den Wachablauf in 4 Stunden Wachen zu je 8 Glasen einrichten. In der privilegierten Adlerapotheke des Kufenmuseums findet sich auch diese imposante Standuhr mit der Skulptur eines Adlers und einem sehr aufwendigen Uhrwerk, das von dem Aachener Uhrmacher Josef Schmitz im 18. Jahrhundert angefertigt wurde und neben der reinen Zeitmessung auch die Mondphasen, das heißt einen astronomischen Kalender, wiedergibt. Eine sehr ausgefeilte Technik. Grundsätzlich ist es eine Pendeluhr und da sind wir eigentlich auch bei der Pendellehre von Galileo Galilei, der 1632 in seinem Pendelgesetz gesagt hat, dass die Schwingungsdauer eines Pendels unabhängig von seinem Gewicht ist und nur von der Pendellänge abhängt. Die Schwingung des Pendels gibt den Zeittakt vor, das heißt, ein etwa 1 Meter langes Pendel schwingt in etwa einer Sekunde von einer Seite zur anderen. Je kürzer das Pendel, desto öfter schwingt es pro Sekunde. Während unsere Zeit im wahrsten Sinne des Wortes sehr zeitgebunden ist, war in der Vergangenheit eigentlich der natürliche Ablauf maßgebend. Das heißt, die Tageszeiten, Morgen, Abend, Nacht und auch die Jahreszeiten haben das Leben der Menschen geprägt. Die Zeitmessung kam eigentlich erst mit der Renaissance und dann auch immer präziser, wie im Beispiel halt dieser astronomischen Pendeluhr, die auch über eine Kalenderfunktion verfügt und damit ein ausgesprochen wissenschaftliches Instrument war. Zunächst wurden Uhren eher in einem religiösen Kontext genutzt. Jeder kennt die Kirchturmuhren, die auch in den Klöstern und Kirchen die Zeit vorgaben, wann man zum Gebet gerufen wurde. Und mit der Erstarkung des Bürgertums setzte sich auch die Zeitmessung in den privaten Haushalten durch. Das heißt, zur Rokoko-Ausstattung eines Hauses gehörte auf jeden Fall auch eine Pendeluhr, eine sogenannte Pendül. Hier ein Beispiel aus Paris mit sehr reichen Rokoko-Ornamenten, das wirklich in keinem bürgerlichen oder auch adligen Haus fehlen durfte. Im 17. und 18. Jahrhundert hatten vor allem die Jesuiten zur Entwicklung der präziseren Pendeluhr beigetragen, da sie ein unglaublich scharfes Verständnis für Genauigkeit hatten. Außerdem wurde durch die Erfindung der Ankerhemmung im Jahr 1670 die Entwicklung der modernen Pendeluhren ermöglicht, die mit wesentlich kürzeren Pendeln auskamen. Insgesamt sind historische Uhren immer ein wahres Wunderwerk der Technik. Das Kufenmuseum zeigt in über 20 Räumen die Entwicklung der Wohnkultur in ihren unterschiedlichen Formen. So findet sich hier im Direktoratzimmer der typische Einrichtungsstil aus dem Ende des 18. Jahrhunderts. Und diese Kaminuhr symbolisiert sehr deutlich den Rückbezug auf die Antike, aber auch die neue Einrichtungsform. Im sogenannten kleinen Salon des Kufenmuseums findet sich eine ganz außergewöhnliche Uhr. Das ist ein regelrechtes Multifunktionsmöbel. Eine Standuhr integriert mit einem Sekretär. Und das Besondere daran ist, wenn man die Schublade herauszieht, sieht man, dass Platz gelassen wurde für die Gewichte, die sich im Laufe der Zeit nach unten bewegen. Man sieht also, dass extra eine Ausschraubung in die Schublade eingelassen wurde, damit das Gewicht, was von oben heruntergeht im Laufe der Zeit, Platz hat und nach unten laufen kann. Inzwischen stehen wir im Empirezimmer, das heißt, die Mode der Zeit hat sich gewandelt, alles ist etwas klassischer und strenger in der Formensprache geworden und so findet sich auch hier diese Kaminuhr, wo man die Mechanik deutlich erkennen kann, man braucht keine Gewichte mehr, alles ist viel kleiner und damit bleibt auch Platz für gewisse Spielereien. Hier ist es nämlich eine Art Brunnen, der noch zusätzlich aktiviert werden konnte durch ein mechanisches Zusammenspiel.